zwischen Gottheit und Genom. Wird in der nächsten Zeit was ausgespielt. Also einerseits die Gottheit als Machtträger und andererseits das Genom der Geschöpfe, aller Geschöpfe, verstehst? Spielen eine Rolle. Vor allem auch die Machtträger. Aber ich sag das kurz, das Genom, allumfassend, verstehst? Alle Geschöpfe. Von der kleinsten Fliege bis zum Mikroorganismus. Es spielt alles eine große Rolle jetzt. Gottheit und Genom, das sind die Gewalten, die zwei. Gottheit und Genom. Und Gottheit ist über das Genom. Das heißt, Gottheit könnte Genom reparieren. Genom selbst kann Genom nicht reparieren mehr. Das ist zu spät. Empfehlung an alle Geschöpfe der Erde, die aus Genom bestehen, verstehst? Substanzgenom. Bitten Gottheit um Reparare. Das ist alles. Das Bildungssystem könnte man so aufbauen. Gottheit, Genom, Genom, bitte Gottheit. Genom, bitte Gottheit. Verstehst? Genom, Ego, Genom, bitte Gottheit. Und Gottheit sagt, ja, Schlacht zu Ende. Von der Fontanelle, verstehst? Fontanelle, verstehst? Da hinten, dann streicheln, Angst lindern, bitten, Genom, ich, Genom, Gottheit, Hilfe, Ayutate me, einrenken, Kronjuwelen, verstehst? Die Perlenschnur, die Perlenkette, die Liebe, verstehst? Gottheit, tick tack, Zeit vergeht schnell. Besetzt und Genom bitte regulieren wieder. Bitte. Die Schwankungsbereite des alltäglichen normalen Wahnsinns zurückführen. Nicht hinausgeraden, verstehst? Einmal bitte Liebe, die Zuwendung in allen Formen. Vaterliebe, Mutterliebe, Opa-Liebe, Oma-Liebe, Ur-Oma-Liebe, Ur-Opa-Liebe, Kinderliebe und alles, verstehst? Und Geschöpfe-Liebe. Gefährde wollen alles. Korokodaili. Kronjuwelen wieder einlenken. Bitte einlenken. Und bitte sagen. Bitte Gottheit. Bitte. Gottheit. Gottheit. Schau mal, Gottheit. Glaube es. Ich fliege wie. Ich lade gerade hoch. Macht mit der Mephose für Barakus in Obama 2. Und der letzte Moikana und Alcinero, der schwarze Hirsch. Und das war's. Ich war immer, ich versuche immer mit dem da, mit diesem Tool, das ich selbst ein bisschen mitkonstruiert habe, und das da, das so zart ausschaut, wissen das jetzt. So, dieser Ball, Google Earth, die Destination, und dann fliege ich von Gott aus. Ich bin die Einheit mit Gott, verstehst? Ich bin bei Gott, neben Gott, ich bin Gott, eins mit Gott. Deshalb versuche ich von der Gotthaus halt aus, ganz weit draußen in den Kosmos hineinzufliegen. Und dann in Sonnens Milchstraße, dann in die Galaxie, dann in die Sonnensystem und dann von einem Ball zum anderen Tüpfen auf den Mond und vom Mond auf die Erde. Und dann schauen, wie geht es Genom. Und dann bitte ich wieder, ich identifiziere mich da mit Genom wieder und sage, bitte Gottheit weit draußen, ich bin jetzt zum Genom geworden. Und jetzt komme ich, wenn es mir wieder zu viel wird, in diesem Game, nur um zu fahren, dann komme ich wieder zu dir raus. Und das mache ich manchmal 300 Mal am Tag. Das hat auch Aurelius Augustinus getan. Und der Sohn Gottes hat es auch gespürt. Verstehst du? Ich meine, das ist das. Die Begabung ist irgendwie nicht im Hirn, verstehst du? Das ist nicht durch Willkür. Verstehst du? Das ist zwar. Verstehst du jetzt Albert Einstein und Max Planck, ungefähr der Zeilinger? Kannst du jetzt das verstehen, wie die Kronjuwelen manchmal leuchten? Und bitte frag mich nicht, ob ich Buchstaben lesen kann. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, weil mehr weiß ich nicht.